Jetzt mache ich ein Video. Hallo! Wir sind gerade, ihr müsst euch mal vorstellen. Was? Über Madrid? Ja. Nee, euch vorstellen. Wir müssen uns vorstellen. Ich bin Sophie. Ich bin Alisa. Oh ja. Und wer bist du? Ja, ich bin Stefan. Und wir sind gerade im Flugzeug und fliegen irgendwo hin nach Madrid. Worüber wir gerade sind, wissen wir nicht. Und ja. Wir hatten ein paar Probleme, in dieses Flugzeug zu kommen, weil wir in Tegel eingestiegen sind, beziehungsweise in Tegel sollte es eigentlich abfliegen. Und in Schönefeld ist es aber erst geflogen. Deswegen mussten wir noch dahin. Es hat ganz doll geregnet. Und jetzt ist es schön, aber vorhin war es aber wenn wir ankommen, ist es eh schön. Ja, Durchschnittstemperatur ist 27 Grad. Ja, doch. Ja, wir sind jetzt in der U-Bahn. Auf dem Flughafen und das war's. Aber es hat eine U-Bahn. Jetzt mache ich ein Video. Okay, wir sind hier am Flughafen von Madrid und stehen vor dem Airport bzw. von unserem Gate, von der Gate-Nummer. Und es wird auch schon angezeigt. Falls man das da vorne sehen kann, das ist Santo Domingo. Und wir warten jetzt noch auf die anderen. Und wir haben so ein bisschen das Problem, dass hier eigentlich eine AFS-Person sein müsste. Doch, hier ist keine AFS-Person. Wir sind hier schon seit 3 Stunden. Wir sind seit 3 Stunden hier. Und warten jetzt darauf, dass die anderen noch kommen. Und irgendwie kommt hier niemand. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass wir ein bisschen falsch sind, aber da steht auf alle Fälle alles richtig dran. Und ja, jetzt sage ich nochmal kurz die anderen. Lalalala, lalalala. Und der Eisbär. So, ich fange mit euch an zu filmen. Wir sind gerade auf dem Weg nach Santo Domingo, haben die ersten 7 Stunden hinter uns und haben jetzt noch weitere 2 Stunden und das ist so das Flugzeug. Wie man sieht, es ist sehr groß, ich mache Film. Und jetzt bist du auch drauf. Alle sehr verpönt. Und noch weitere, eine. Und wir haben ungefähr 1,5 Stunden Verspätung und müssten theoretisch gesehen eigentlich in 20 Minuten ankommen. Aber es gab schlechten Wind in Madrid und deswegen mussten wir leider später losfliegen. Wir kommen jetzt erst in 2 Stunden an. Aber ja, es geht uns eigentlich ganz gut. Aber wir sind ein bisschen müde. Okay. Also ich habe in dem Koffer. Ich wollte noch mal kurz sagen, wir sitzen gerade am Flughafen und sind im Bus und wir werden jetzt gleich losfahren und zwar uns aufs Hauptbüro und da werden wir unsere Familien sehen. Und ich wollte noch mal kurz den Bus zeigen. Die Familie ist ein Riese. Und hier drin herrschen ungefähr minus 20 Grad und draußen ungefähr plus 20 Grad mit Luftfeuchtigkeit von 150%.